Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch vorbereitet. Bevor wir aber jetzt zu dem eigentlichen Thema kommen, möchte ich nur eine kurze Sache ankündigen. Ihr wisst, dass ich vor den Sommerferien ein Gewinnspiel gemacht habe. Leider ist dieses Gewinnspiel aufgrund von Urlaub und von anderen Dingen nicht zustande gekommen. Das möchte ich aber in den nächsten Tagen nachholen. Das heißt, wir werden nochmal ein neues Gewinnspiel diesbezüglich machen. Ich muss auch leider sagen, es gab zu wenig Beteiligung bei der ganzen Sache und ich hoffe, dass jetzt durch die Ankündigung und durch das neue Unboxing von dem T-Rex, was ich demnächst machen werde, beziehungsweise von der T-Rex-Büste, die Beteiligung für das Gewinnspiel etwas höher ist. Ich werde diesbezüglich nochmal komplett ein neues Gewinnspiel machen für euch. Das heißt, ihr könnt nochmal das ein oder andere Mediabook gewinnen. Und es tut mir leid, dass es damals nicht zustande gekommen ist, aber jetzt das Ganze nochmal nachzuholen, beziehungsweise nochmal zurückzuschauen, wer hat jetzt wo was gewonnen, finde ich ein bisschen blöd. Es ist einfach zu lange Zeit vergangen. Ich hatte auch definitiv keine Zeit und da muss man halt auch mal Rücksicht drauf nehmen und somit machen wir nochmal ein neues Gewinnspiel, was ich dann in den nächsten Tagen machen werde. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ich jetzt auf meiner Facebook-Seite von Andis Kinoblog schon angekündigt habe, dass meine T-Rex-Büste von Chronicle Collectibles jetzt endlich in Deutschland angekommen ist. Aktuell liegt sie wohl irgendwo beim Zoll und ich warte nur noch auf die Benachrichtigung, dass ich diese abholen kann. Dann wird auch das Gewinnspiel erfolgen und es gibt dann das Evil Dead Steelbook zu gewinnen, inklusive der Kotztüte. Das sieht dann so aus, ein limitiertes Steelbook, beziehungsweise, Entschuldigung, Mediabook in der Extended Cut Version. Und ihr könnt euch darauf freuen. Auf jeden Fall wird es dann dieses Mediabook zu gewinnen geben. Und der Gewinner kann sich dann auf ein cooles Mediabook freuen, inklusive einer schönen, geilen Kotztüte. Die Kotztüte zum Film. So, wir kommen jetzt zum eigentlichen Geschehnis hier. Diamond Select hat jetzt die 8. Serie veröffentlicht. Heute kam das Paket an mit den 3 neuen Figuren. Wir haben einmal auf der linken Seite den Ray Stantz, Winston Sedamore und Peter Wankman. Einmal die beiden in der Weihnachtsmann, Edition. Und der Ray wieder mit Slimeblower. Wer meine anderen Videos verfolgt hat, dem ist bestimmt aufgefallen, dass dies hier Ghostbusters 2 Figuren sind, worüber ich auch sehr, sehr glücklich bin. Die erste Serie, die rauskam, war ja Ghostbusters 1 und nun hat man sich dann entschlossen, mal eine Ghostbusters 2 Serie ins Leben zu rufen und als Figuren auf den Markt zu bringen, zu meiner Freude, weil ich persönlich... Für mich ist Ghostbusters 2 mein Lieblingsfilm von Ghostbusters. Ghostbusters 1, gar keine Frage, super geil, aber ich habe halt sehr, sehr viele positive Erinnerungen an Ghostbusters 2, inklusive damals zur Premiere auch einen Kinogang, den ich dann im Kino gesehen habe. Bei dem einen oder anderen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt durch die Spiegelung, weil es ist halt sehr viel Plastikfolie drumherum, wo man durchschauen kann. Es spiegelt halt mit dem Licht ein bisschen, das ist ein bisschen doof. Es gibt ja in dieser Premium- oder Deluxe-Serie gibt es ja Dioramen oder Diorama-Teile zum Zusammenbauen. Hier wird die Feuerwache dann letztendlich, beziehungsweise die Front der Feuerwache zu sehen sein. Und bei der ersten Serie hat man ja einen Komplettbau vom Gozer-Tempel aufgebaut oder beziehungsweise waren in diesen Verpackungen enthalten. Aus Sammlergründen werde ich hier nicht die Verpackungen öffnen, weil die kommen bei mir an die Wand, die werden dort hingehangen, auch die anderen hängen bei mir rum. Deswegen bitte ich euch um Verständnis, seid nicht böse, dass ich die Figuren jetzt nicht auspacke und euch jetzt jedes einzelne Teil zeige und auch die Feuerwache dann aufbaue. Ich lasse es einfach zu, wer halt gerne mehr Infos dazu hat oder möchte, der kann sich gerne auf YouTube noch ein paar anderen Videos anschauen, wo die Leute das auseinanderbauen bzw. aufgemacht haben und die Feuerwache, die Front der Feuerwache zusammenbauen. So, wir kommen jetzt einmal zu dem Slimeblower Ray. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier oben das Gesicht von Viggo. Ziemlich zum Schluss vom Film verwandelt sich ja Ray
in ja, fast Vigo mit dem Gesicht. Fand ich sehr cool damals. Und das ist ein austauschbarer Kopf. Deswegen kann man diesen Kopf auf ja, den Ray machen. Wir haben hier einmal die Slime-Blower-Kanone, wo der Schleim rauskommt, wo dann der rosa Schleim mit positiver Energie geladen ist. Dazu haben wir einen Walkie-Talkie, wir haben Ersatzhände und das Glas von Schleim, das berühmte, was ja im Gerichtssaal im zweiten Teil mehr oder weniger zum Einsatz kam und dann die Geister rauskamen, weil der ja mit negativer Energie aufgeladen ist und der Richter so abgegangen ist. Wer sich noch daran erinnern kann. Ja, letztendlich zeige ich gerne nochmal, das ist jetzt die Front der Feuerwache. So wird es aussehen. Man hat hier den Schleimstrahl oder den Schleim, den man dann in die Slimeblower Kanone drauf machen kann. Und so sieht die Feuerwache nachher aus. Und das ist jetzt das dritte bzw. das achte Set aus der Diamond Select Serie von Ghostbusters. Finde ich sehr cool. Ghost Corps Logo mit drauf. Natürlich Ghostbusters und Diamond Select selber. Finde ich sehr, sehr cool. So, wir haben jetzt einmal hier Winston Sedmore. Wir haben hier eine Geisterfalle, ein Walkie-Talkie, natürlich das Pedal, verschiedene Hände und dieser elektronische bzw. ja, das ist nicht elektronisch, dieser manuelle Angellöffel. Ich komme aktuell nicht auf den Namen, wie der heißt. Dort wurde ja eine Probe von dem Schleim aus dem Fluss des Schleims herausgenommen, wer sich noch an den zweiten Teil erinnern kann. Auch hier ist ein Diorama-Bauteil im Hintergrund zu sehen und wir haben hier die grauen Uniformen inklusive einer Weihnachtsmannmütze. Und natürlich Winston Sedmore, ganz klar, alias Ernie Hudson. Natürlich kann man sich jetzt streiten, dass die nicht so alle 100% vom Gesicht detailgetreu aussehen. Bei Ray's Dance kann man es Dan Aykroyd schon ein bisschen besser erkennen. Ich finde jetzt hier Ernie Hudson, ja, ist nicht ganz so getroffen vom Gesicht. Ach, hier hinten haben wir noch einen Proton Stream. Sieht man ein bisschen schlecht durch die Spiegelung halt, aber ich kann es nicht ändern. Die Lichtverhältnisse sind nicht änderbar hier. Und das kann man dann aus Protonen Pack bzw. auf die Gun vorne der, der Proton Gun setzen. So, wir kommen hier zu Peter Wankman. Auch hier haben wir im Hintergrund ein Diorama-Teil. Es ist in jeder Serie drin. Auch hier Peter Wankman ist mit der grauen Uniform zu sehen, was in Ghostbusters 2 einmal kurz ja für einige Sekunden zu sehen war, plus Weihnachtsmannmütze, auch hier eine Geisterfalle, ein Funkgerät und zwei Ersatzhände mit Handschuhe. Auch ein Proton Stream aus Kunststoff ist mit dabei geliefert, sodass man das auch auf das Proton Pack drauf machen kann, beziehungsweise auch vorne auf die Gun. Ja, jede einzelne Figur hat hier nochmal diese eigentliche Figur ist nochmal hervorgestochen, damit man sieht, welche Figur man jetzt in der Packung hat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Hier oben steht auch nochmal Serie 8. Demnächst kommt auch die Serie 9 raus. Die habe ich auch schon vorbestellt. Und da sollen ja erstmalig von der Zeichentrickfigur The Real Ghostbusters Figuren drin sein. Ich glaube, zwei Figuren von den Geisterjäger und eine Slimer-Figur soll drin sein. Ich habe es jetzt noch nicht hundertprozentig ganz nachverfolgt, aber ich meine, so war das letztens auf einer Seite zu sehen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video, was kommt. Es soll ja schon das Steelbook von Solo versendet worden sein. So habe ich das heute Morgen in der E-Mail gelesen. Und damit beende ich jetzt mein Video hier von Ghostbusters Diamond Select. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und freue mich natürlich für alle, die sich auch die Figuren gekauft haben. Viel Spaß mit den Figuren und viel Spaß auch mit dem Video. Und wie gesagt, wir sehen uns demnächst zum neuen Unboxing und auf jeden Fall zu einem neuen Gewinnspiel. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Wir sehen uns, euer Andi von Andis Kinoblog. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.